Ich werde mal ganz kurz auf die Karte gucken, bevor wieder jemand anruft. Wir haben hier noch eine Strangers und Freaks Mission, hier die Lester Mission und hier eine Maike Mission. Maike wird wahrscheinlich wieder um die Familie gehen. Ich würde erstmal das hier machen. Das war erstens neue Leute kennenlernen und zweitens vielleicht neue Missionen freischalten. Lester schaltet dann sicherlich auch Missionen frei, aber das ist, glaube ich, so die Main Storyline dann. Und die Familie kennen wir ja schon, alles außer die Tochter. Die Tochter wird dann wahrscheinlich als nächstes vorgestellt oder so. Und ich würde vielleicht wieder lieber mit Franklin rumfahren, solange es ums Fahren geht, weil, naja, der so gut fahren kann. Wir schauen mal. Die Mission würde ich jetzt machen wollen, damit sie von der Map runter ist und ich dann wieder mit Franklin weitermachen kann vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob der Franklin überhaupt jetzt Missionen hat, weil der hat so viel mit ihm gemacht. Vielleicht hat er gar nichts mehr offen gerade. Werde ich dann sehen. So, wir müssen hier runter, ne? Ja. Hoch. Ist ja nicht runter, ist ja hoch. Fahr doch mal, hier ist doch keine rote Ampel. Oder siehst du hier irgendwo eine. Mist, ich hab's nicht erwischt. Ah, jetzt wollte ich sie gerade umfahren und dann sagen, hier ist keine rote Ampel, also fahr. gut. Alles gut. Warum haben die Amis eigentlich die Ampeln immer auf der anderen Seite der Straße zu stehen? Ich meine, wie willst du wissen, ob du hier fahren darfst, wenn du von hier kommst und nach rechts biegen, also von hier aus nach rechts abbiegen willst? Da siehst du doch die Ampel fast gar nicht, oder? Das ist doch Blödsinn. Das verstehe ich nicht, wieso die Ampeln bei den Amis so komisch stehen. Naja. Wir fahren erstmal. Vor allem stehen sie ja nicht immer so komisch. LKW, lass mich durch hier. LKW, lass mich durch hier. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich zu Lester fahre. Ich wollte nicht zu Lester. Ich wollte zur Strangers und Freaks Mission. Und. Ach, Mist. Mit der Fähigkeit von Franklin hätte ich es jetzt geschafft. Und rum hier mit Vollgas. Na gut, Vollgas war es jetzt nicht wirklich, aber naja. Wir parken mal hier. Wieder ein bisschen Ausdauer sammeln und dann gehen wir mal dorthin. Save our economy. Legalize it. Marijuana. Okay, Drogen. Yeah. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, no, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. Mana. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Ja, hier, you hardly feel it. Du wirst bestimmt gar nichts merken. It's a pure mellow high. But I do get concerned about the monsters. Monsters? I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh God. Was habe ich denn jetzt? Okay, Aliens abschießen. Cool. Habe ich ja begrenzte Muni eigentlich? Okay. Kommen die nur von dort? Die beamen sich dort runter. Ach du je. Okay. Muss ich hier eigentlich lang gehen oder was? Ja, hier irgendwo. Ich sehe nicht. Okay. Wo jetzt? Da hinten ist einer? Ups, da habe ich jetzt jemanden einen Menschen umgebracht, glaube ich. Da hinten ist irgendwo einer. Okay, hier sind welche. Der lebt noch. Kann wohl nicht sein. Über mir. Was passiert hier?
Drogen! Hä? Drücke abwärts und AD. AD, 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 AD. Gut. So, und dort wieder einer. Der lebt noch. Hier passiert wieder irgendwas. So, hier passiert auch irgendwas. Ach Gott, die sind überall. Was ein Mist. Haben wir sie jetzt langsam alle? Are we finished yet? Any more you freaks out there? Ich fühle mich nicht so gut. Der fällt bestimmt gleich um. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition. Der hat die ganze Zeit nur gequatscht. Complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. Ah, wie geil. Ich will noch mal. Komm, ich will noch mal. Oh, wieder Gold. Killkette und unversehrt. Cool. Kann man noch mal? Ah, ich kann nicht mal hauen. Ja, das haben wir ja festgestellt. Tschüss. Ich bin bald wieder da. Neuen Zug holen. Oh Mann. Bisschen rennen, Ausdauer und so. Wir haben unsere Fähigkeit fast gar nicht. Haben wir ja gerade mit Fähigkeit rumgerannt, geschossen? Na egal. So, ich würde jetzt mal wechseln wollen. Wir haben jetzt keine Strangers and Freaks Mission mehr offen. Oder kommt jetzt irgendein Anruf? Was ist denn los? Hey Buddy? So. Du bist gerade. Wo bist du gerade? Fragezeichen. Oh. Wenigstens sind wir beim Motorrad, das ist das Wichtigste. Gut. Aufnahme starten, nimmt sofort auf, Schnellwiederholung aktivieren, nimmt kontinuierlich nicht im Hintergrund auf, bis du bereit bist, den Clip der letzten Ereignisse zu speichern. Okay. Will ich doch gar nicht. Franklin, du musst deine Schießkünste verbessern. Bring mal ein bisschen Zeit am Schießstand, wenn du kannst. Okay, wir können jetzt an den Schießstand gehen. Wollen wir es mal probieren? Na klar, probieren wir es mal. Scheißstand, Schießstand ist immer gut. Muss ich das jetzt wieder als SMS abrufen? Ja. Gut. Ich soll sie wieder anrufen wegen dem Job. Okay, also wir haben auf jeden Fall Missionen. Mindestens das mit dem Anrufen und dann noch der Schießstand. Ich würde erstmal Schießstand machen wollen und dann beim danach dann, wenn wir das dann bestanden haben und ein bisschen genutzt haben, würde ich dann schauen wollen wegen Abschleppdienst oder was auch immer. Weil die wollen ja einen Zug machen und sind erstmal high scheinbar. Jetzt ja schon wieder um Drogen. Also jetzt auch nur halbe Spiel dreht sich nur um Drogen oder was? Drogenbaron, Drogen selber nehmen, weil Drogen sind, müssen wir jetzt für die was übernehmen und so weiter. Also Drogen sind hier ein großer Bestandteil, oder? Achso, ich hab die Fähigkeit nicht vergessen. Besonders hier oben jetzt nicht. Schön hier durchzwirbeln. Wieso? Wieso lenkt der manchmal nicht? Wahrscheinlich war da Bordstein oder so. Das kann sein. Wir wissen noch nicht mal, was für eine Fähigkeit nun Michael genau hat. Die haben sie noch nicht richtig vorgestellt, oder? Oder haben sie das schon gesagt und ich habe es nur nicht gelesen, weil ich nebenbei kommentiert habe. Passiert ja ständig bei allen möglichen Spielen, dass man beim Kommentieren alles Mögliche nicht mitkriegt oder ignoriert, verpasst. Keine Ahnung. Vorsichtig. Ja, ich habe schon so viele getötet, da wärst du jetzt nichts Neues. So, aber wir fahren ja jetzt langsam richtig ordentlich, oder? Also, abgesehen davon, dass natürlich rote Ampeln völlig ignoriert werden. Aber es kommt ja nichts. Von daher, was soll's. So, wir sind gleich da. Schön. Komm, hier passe ich durch. Zumindest so. Gut, sieht gut aus. Ah ja, mit der Maustaste geht das schon viel einfacher. Hier ist Schießstand. Kann man hier parken? Wir parken einfach mal hier mit dem Motorrad. Oder halten. Nee, das ist parken. Halten wäre es nur, wenn man in Reichweite wäre. Da ich aber drin ballern bin, wäre ich wohl nicht in der Reichweite sein. So. Jetzt hast du deinen Helm abgesetzt.
Ich bin doch drin. Ich habe wieder volle HP, sehr gut. Schießstand, hier. Die Eintrittsgebühr beträgt 14 Dollar. Okay, das Hammer. So, mal schauen, was das ist. Willkommen auf der Ammunition-Schießstand. Jetzt wird da oben die ganze Zeit Schrift stehen, die ich gar nicht lesen kann. Die Ziele erscheinen nach Ablauf eines kurzen Countdowns. Okay. Ich habe die Mausempfindlichkeit noch nicht hochgestellt. Und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, oder alle Ziele zerstört wurden. Okay. Man kann das Treffkonto nicht angehen. Okay. Zone 4, 10 Punkte. Zone 3, 25 Punkte. Also das ist jetzt von den farbigen Zonen auf dem Dingens. Aufeinanderfolgende Treffer führen die Kombo-Leiste und erhöhen deinen Multiplikator. Ist möglich, Multiplikator erstmal 3. Verfehlst du wieder zurückgesetzt mit dem automatischen Waffen. Okay, für jede Waffe gibt es mehr Herausforderungen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt verschiedene Herausforderungen bestehen und dann machen wir damit Waffenlevel erhöhen. Was haben wir hier? Sturmfeuergewehre, Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen, Schrotflinten. Okay, jeweils sind die ersten Herausforderungen hier freigeschalten und die nächsten müssen dann erst freigeschalten werden. Kaufe das MG oder bestehe die Schrotflinten-Herausforderung 1. Erreiche alle Herausforderungen mindestens Bronze. Dann kann ich das Herausforderdings machen. Gut. Versuchen wir einfach mal das hier. Mehrere stationale Ziele. Ziele verschwinden nach einem Treffer. Auswählen. Pistole, Gefechtspistole, Pistole Kaliber 50. Was ist der Unterschied? Wie viel Munition haben die denn jeweils? Ich glaube nämlich, die Munition wird ein Unterschied sein. Versuchen es mal. Wo ist mein Fadenkreuz da? Nachladen. Bleibt der Multiplikator beim Nachladen da? Ja. Ah, wir haben einen dreifachen Multiplikator. Sehr schön. Ist jetzt Zeit oder wie funktioniert das jetzt? Yeah! Ich habe 3000 Punkte. 2800 braucht ihr für Gold. Cool! Heftig. Haben wir mit Gold bestanden. Sehr schön. Ja, ja. Alles nur mit Gold, mit Goldtreffern. Okay, so waren die verteilt. Okay. Herausforderung 2. Mehrere sich bewegende Ziele verschwinden. Ziele verschwinden automatisch. Okay. Wollen wir das probieren? Probieren wir mal. Und dann würde ich mal eine andere Waffe nehmen als Herausforderungsdings. Achso, muss man mehrmals. Na gut, das Nachladen wird jetzt problematisch. Die Zeit ist gleich vorbei. Ups. Silber, 10.000 Punkte. Ich hätte vielleicht schneller schießen sollen, aber ich hatte nicht unbedingt Waffe, die beste zum Schnellschießen. 20.000 für Gold. Sag mal, wollt ihr mich rollen? Was ist das hier? Ein sich bewegendes Ziel. Ziele verschwinden automatisch. Nur ein Ziel. 3.000, 15.000. Okay. Das heißt, das verschwindet und kommt immer wieder. Ich würde es mal hier mit so einem Gewehr machen. Kampfgewehr, WTF. Mehrere stationäre Ziele. Ziele verschwinden nach 3 Treffern. Okay, auswählen. Meine Waffe, die sieht so geil aus. Okay. Cool. Mist, mein Multiplikator verloren. Drücke E zum Beenden, steht links oben. Nein. Na gut. Zeitbonus ist nur noch ganz geringer, aber wir haben nicht Gold geschafft, weil ich ein bisschen verwackelt habe und so. Aber Silber haben wir geschafft. Sehr schön. Gut, dann können wir nochmal Schrotflinten-Missionen-Dingens machen. Genau. Und dann schauen wir mal. Schrotflinte ist natürlich jetzt eine Streuung und weiß ich nicht, wie das mit den Punkten da funktioniert. Vielleicht kann ich irgendwie mehrere Punkte haben. Oh, cool. Zwei jetzt zugleich getroffen. Cool, drei jetzt zugleich getroffen. Nun komm. Na, immerhin haben wir fast Gold. Also wir haben Silber auf jeden Fall.
29 von 32, sehr schön. Wir haben Silber. Mhm. 0 mal 4 Ziele gleichzeitig getroffen. Na gut, war mal ein schönes Experiment. Wir haben ein bisschen was geschafft. Ich weiß nicht, ob mein Schießen sich jetzt irgendwo verbessert hat. Und, na mal schauen. Ja, will ich. Sagt mir der jetzt irgendwie, dass ich mein Schießen verbessert habe oder so? Nee, wohl nicht. Hä? Achso, das war jetzt hier. So sehe ich hier irgendwie wegen Schießen, ne? Schießen ist immer noch da. Na gut. Da müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ballern, aber das würde jetzt zu viel Zeit kosten. Was ist denn das? Hier komme ich nicht rein, wa? Schade.